das Lokal ist offen, aber ist auch nicht offen. Denn es gibt hier, ich habe sie hier vor mir liegen, eine Verordnung mit einer einstweiligen Verfügung, ein Betretungsverbot ist das, für die Frau Pervulescu, der das Lokal gehört und es darf weder sie noch Gäste das Lokal betreten. Sie hat heute mit dem Bürgermeister kurz gesprochen und er hat erklärt, ja, sie darf hineingehen, um ihre Geräte abzuschalten, um die Lebensmittel rauszuholen und diese Sachen zu machen. Deshalb ist auch die Türe offen, wie man im Hintergrund sieht, aber wie gesagt, sie war bis jetzt dabei und hat eben alles versucht, um die Produkte rauszubekommen, dass nicht schlecht wird, weil es gibt eben diese Verordnung mit diesem Betretungsverbot seitens der Bezirksbehörde. Aber was ist da genau gelaufen gestern? Ich habe jetzt Frau Pervulescu bei mir. Frau Pervulescu, was ist gestern genau abgelaufen? Wie war das? Erzählen Sie es bitte mal. Also wir haben geöffnet. Ich wusste natürlich sehr wohl, dass irgendwas passieren werden muss, weil der Medienrummel sehr, sehr groß war. Wir haben geöffnet, ganz normal. 20 Minuten nach der Eröffnung kam die Polizei in Großaufgebot, haben Daten meiner Gäste aufgenommen, auch meine natürlich, und sind dann wieder gegangen, weil es keine rechtliche Handhabe gibt, den Laden zu schließen. Wir haben dann weitergemacht und um kurz vor 8, wo um 8 Uhr sowieso klar war, dass ich zumache, kam dann die Polizei erneut, ich glaube wieder in dieser Stärke, und mit einem Herrn der Gesundheitsbehörde, mit einem Beschluss des Herrn Bürgermeisters Klaus Luger von Linz, das Lokal mit sofortiger Wirkung zu schließen und ein Betretungsverbot auszusprechen für mich und jegliche andere Personen. Wie ist das jetzt gestern gelaufen? Die Leute sind rein. Wie viele Gäste hatten Sie? Wie hat es eigentlich gestern mit dem Umsatz ausgeschaut? Darf man das fragen? Das darf man natürlich fragen. Also der Umsatz wäre, wenn man davon ausgeht, dass normal bezahlt worden wäre, wäre gar nicht so toll gewesen. Die Leute waren in einer so solidarischen Stimmung, dass man auch mal für ein Bier 100 Euro hingelegt hat. Also es war, ja, es war gut. Wenn es um die Finanzen geht, war es gut. Die Solidarität der Leute, die von Kärnten angereist sind, von Wien, von Salzburg, auch natürlich super viele Leute aus Linz, war bewegend. Wie wir jetzt da gestanden sind und mein Kameramann die Kamera aufgebaut hat, da habe ich gesehen, da ist ein Mann, während Sie telefonieren, waren zu Ihnen hingegangen, hat Ihnen einen Brief gegeben, der ist dann gleich wieder weggegangen. Dann haben Sie nach dem Telefonat den Brief geöffnet. Was stand da drinnen? Was war da drinnen? Also da stand nichts, da waren 50 Euro drinnen. Und ich, ja, das ist genau das, was mich super bewegt gerade, weil ich habe heute Morgen, als ich mein Handy angemacht habe, 247 SMS von fremden Menschen auf meinem Handy gehabt, die spenden möchten. Das bewegt mich und das beschämt mich aber auch ein bisschen, weil das war nicht der Plan, den ich hatte. Ich finde, wenn die Regierung mein Lokal schließt und wenn die Regierung das bestimmt, dass ich nicht mehr arbeiten darf, muss die Regierung dafür sorgen, dass ich zumindest überlebe.